So, gleich ist 19 Uhr. Gucken wir mal rein, ne? 81 plus Mittelfeld, nicht wiederholbar. Sind die Upgrades da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck. Oh scheiße. Heute gibt es Upgrade-Eskalation, Freunde. F an Tom. Ja. Ganz dickes F an Tom, Freunde. Also, Lightning Rounds und Upgrade Packs Eskalation heute. Aber ganz, ganz klar. Gibt es 12. Mann, wo. Oh. Okay. Wähle, welcher Toti-Nominierter aus deinem Spielerwahl-Pack gewinnen soll. Der Sieger enthält ein komplettes Team of the Item Upgrade und wird ab Freitag, dem 28. Januar, hinzugefügt. Das heißt, am Donnerstag gibt es das volle Team of the Year zu ziehen. Und am Freitag dann noch den 12. Mann. Okay. Ziclado. Wir machen mal wie kann ich eine Abstimmung machen? Also keine Dings, keine Wette, sondern eine Abstimmung. Kann einer von den Mods mal eine Abstimmung machen, wen der Chat wählen würde? Also, was ich echt heftig finde, ich lese fast nur Benzema oder Salah im Chat. Und wisst ihr, was das Traurige daran ist? Ich glaube, es wird sowieso halt Cristiano, obwohl er rein leistungsmäßig hier fast gar nicht genannt wird. Also, ich würde auch nicht für CR7 stimmen, bin ich ehrlich zu euch. Aber ich glaube, er wird es halt aufgrund der Popularität. Stimmt mal gerne ab, wen ihr wählen würdet. Okay, krass. Aktuell 45% für Benzema, 36% für Salah, 19% für CR7. Ich mache auch mal die gleiche Umfrage bei Insta. Das würde mich mal interessieren. Toti, 12. Mann. So, ich mache mal die gleiche Umfrage bei Insta. Ich bin mal gespannt, wie die da ausfällt. Hier im Chat sind 46% für Benzema, 34% für Salah und 19% für CR7. Also ich sag euch ehrlich, meiner Meinung nach, ich würde tatsächlich auch, so wie ihr, also die Mehrheit im Chat, ich würde auch mit Benzema gehen. Also ich fand den verteilt übers Jahr am stärksten. Also ich gebe euch kurz meine Einschätzung und dann möchte ich von euch entweder plus 1 oder minus 1 im Chat lesen. Weil ich finde, drei von denen, also alle drei von denen, sind in einer Kategorie am besten. Und ich will, wenn ihr mir bei dem, was ich jetzt sage, zustimmt, will ich ein plus 1 sehen. Ronaldo, All-Time-Goat zusammen mit Messi, ist von den dreien auf die Karriere gesehen mit Abstand der Beste. Salah, von den dreien, mit Abstand den heftigsten Peak gehabt in diesem Jahr. Und zwar so im Dezember, November hat er alles weggewichst. Aber Benzema für mich am konstantesten im Jahr 2021. Und deshalb gehe ich mit Benzema. Salah krassester Peak, Ronaldo krasseste Karriere, Benzema am konstantesten. Deshalb gehe ich mit Kareem the Dream. Tatsächlich viel minus 1, viel plus 1, paar minus 1. Aber ich finde, Benzema übers Jahr gesehen war einfach am konstantesten. Deshalb nehme ich den, Bruder. Ey, Chat, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber könnt ihr euch... Wann war das? Das war FIFA 17. Vielleicht weiß das einer aus dem Chat. Da gab es auch irgendein Voting, ne? Da gab es irgendein Voting. Ich weiß nicht, ob das zu den Footies war oder irgendwas anderes. Und damals war das so, wenn du votest, kriegst du ja jetzt einen Leihspieler. Und damals hast du den Goldspieler einfach gekriegt. Und dann haben damals einfach alle den Spieler mit dem meisten Rating genommen, um den in der SBC zu ballern. Weil du halt SBC-Rating gespart hast. Und die Karte mit dem meisten Rating natürlich am teuersten war. Und dann hat einfach irgendein Schmutzspieler gewonnen, weil halt alle einfach den mit dem höchsten Rating genommen haben. Das war FIFA 18 oder 17, glaube ich, bei den Footies, ne? Junge, das war auch wild. Broski, bereust du es nicht, schon früher auf Twitch gegangen zu sein? Boah, nee, gar nicht. Ohne Witz. Also, wir machen Streams hier echt nochmal deutlich mehr Bock. Und ich fühle es auch. Aber Chat, plus 1, wenn ihr es auch so seht. Ich glaube, das war genau der richtige Zeitpunkt zu wechseln. Weil wir hatten eine extremst geile Zeit auf YouTube. Ich würde auch meine Zeit auf YouTube gegen nichts eintauschen mit den Streams. Es war einfach ein geiler Zeitpunkt, jetzt zu wechseln. Wir haben auf YouTube eine coole Zeit gehabt. Da alles gefühlt erreicht, was man erreichen kann. Da wirklich sehr, sehr geile Streams gehabt. Also, ich bereue eigentlich gar nichts. Ich finde, es fühlt sich alles richtig an. Die Streams auf YouTube waren auch wichtig für deinen Kanal etc. Auf jeden Fall. Also hätte ich auf YouTube nicht angefangen zu streamen, dann wäre ich niemals groß geworden oder hätte vorgestern da die 1 Million geknackt. Safe nicht. Wie lange hat es gedauert, bis du dich an Twitch gewöhnt hast? Boah, nicht lange eigentlich.
Also, ich meine, ich habe ja keine andere Community oder so. Sind halt ein paar neue Funktionen und so, ne? Oh mein Gott, du Hurensohn! Oh mein Gott! Was war das? Alter! Du hast mir das einfach in die Fresse gewickst, du Hurensohn! Du bist so ein Bastard! Alles Gute zu einem und auch! Oh mein Gott! Das hat mich so erschrocken, Alter! Oh mein Gott! Ich hab mich so erschrocken! Was geht? Alter, fick mein Leben! Alles Gute zu einem und auch! Hab ich mich erschrocken! Was ist denn mit euch kaputt? Auf dich wartet oben gleich noch was. Oh mein Gott, was hab ich verpasst? Wir haben eine richtig geile Alte geholt. Was hab ich verpasst? Nein. Was hab ich verpasst? Also wir gehen saufen. Ja, na, also du kannst eigentlich. Hat sie noch an 500 K? Oh Scheiße. Ist jetzt schon ein bisschen her. Also ihr habt eine Überraschungsparty gemacht. Nicht gemacht. Machen wir. Machen wir es. Jetzt, also von daher. War ein nicer Stream. Ich würde sagen, du quittest auch mal. Ja, Food Champions ist doch eh langweilig, oder? Ey, Freunde, nehmt mir das nicht übel, aber ich glaube, ich muss ein Yalla Goodbye machen. See you. Tut ey, mir leid. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich glaube, ich muss ein Yalla Goodbye machen. Da würde ich sagen, kriegt der Bruder hier noch den Win geschenkt. Hey Junge, den hab ich aber gar nicht kommen sehen, Alter. Dass das Ding so abgeht, hätte ich auch nicht erwartet. Digga, ich hab das Ding. Du hast mir einen Headshot gegeben. Ich hab so viel Valorant letztes. Du hast mir so einen Headshot gegeben, Alter. Eine richtige Helmbombe. Bumm. Also, den hab ich gar nicht kommen sehen. Also. Yalla Goodbye, Freund. Guck mal, die machen den 31er rein. Der ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Freunde, ich wünsche euch einen traumhaften. Ich zieh durch. Wen können wir denn raiden? Wer ist denn noch online in FIFA? Junge, du hast mir so einen Headshot gegeben, Alter. Alter, du hast mir so ins Gesicht gesplashed. Freunde, geht einfach dahin, wo ihr Bock drauf habt. Ich zieh da mal durch. Wir sehen uns morgen wieder, okay? Also, ich hab dann morgen 100 Upgrade-Packs. See you. Ey, ich wusste das nicht. Sonst hätte ich die gemacht. Also, beschwert euch bei denen. Ich verlinke euch den Insta. Dann könnt ihr die auf jeden Fall, da könnt ihr rummeckern. Alle entfolgen, lasst keinen Zap da und ja, auf Wiedersehen. Da kann ich nichts für.